Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars: The Old Republic. Wir sind jetzt hier in der 300. Folge. Yeah! Ich wollte eigentlich einen neuen Charakter anfangen. Also ich bin jetzt hier gerade auf Tatooine, wie man sehen kann. Ich habe hier den Wasserbuff gefunden. Den findet man immer an diesen... was sind das überhaupt? Diese Türme hier. Da wird aus der Luftfeuchtigkeit irgendwie Wasser gewonnen und dann ab und zu ist dann hier random mit diesen ganzen Türmen so ein Feld, was ihr gerade gesehen habt, wo man sich den Wasserbuff holen kann. Den haben wir jetzt hier oben. Bitte nicht sterben oder PvP markiert sein. Und auch nicht mit Rechtsklick wegmachen, den brauchen wir jetzt. Denn mit diesem Wasserbuff werden wir jetzt auf nach Hoth. Aber das werde ich rausschneiden und auf Hoth, da werde ich noch ein paar andere Sachen zeigen. Weil auf Hoth muss man nämlich auf diesen Berg, der nördlich vom Led-Außenposten, glaube ich, ist. Da ist übrigens auch eine Kiste. Und für Leute, die die Robe des Oberinquisitoren suchen, weil die ja so viel wert ist, die hat ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass sie in normalen Kisten droppt oder beziehungsweise in den großen Touren. Kann man mal ab und zu mal vorbeischauen und sich mal nachgucken, ob die Kiste da ist. Also ist da jetzt mal hier ein kleiner Schnitt. Ah ne, und hier Kiste, nicht vergessen. Aber dazu muss ich sowieso das Inventar aufräumen. Scheiße, ist das wieder voll. Also bis gleich auf Hoth. So, da wären wir auf Hoth angekommen. Bei unserer Möpse-Basis. Ich wollte erst nach Osten fahren, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich nach Süden fahre. Weil hier ist, das ist glaube ich der Berg, wenn ich mich recht erinnere, oder nicht? Gletscherpass, ich glaube hier war der Berg. Also erstmal muss ich irgendwie nach Süden kommen. Und mir kommt es auch so vor, dass hier dieser Durchgang ist glaube ich eine imperiale Basis. Wir müssen quasi drüber rüber. Na, werde ich gleich sehen. Wieso macht denn eigentlich der Gleiter kein Geräusch? Ah. Nee, der macht wirklich kein Geräusch, wusste ich gar nicht. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass der geräuschlos fährt. Achso, eine Kiste wollte ich hier auch aufmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, was, wenn ich zeige. Gebunden, da habe ich schon mal reingeguckt. Dann war da bestimmt noch Scheiße drin. Sieht ganz so aus. Ein Haustier. Ich weiß gar nicht, ob ich den Block schon habe. Erstmal hier. Haustier. Oh, habe ich noch nicht gehabt. Kleines hässliches Vieh. Und in der letzten Folge hatte ich noch das hier drin, Grooven. Ich habe es aber vergessen zu aktivieren. Dann grooven wir mal ein bisschen. Oh yeah, was ist denn hier, wo kommt denn die Sonne her? Gehört das da mit dazu oder wie? Gleich nochmal. Tatsache, das Scheinwerferlicht, das gehört zum Grooven dazu. Naja, egal. Jetzt wollen wir erstmal den Wasserbuff einfrieren und dazu muss ich zum Led-Außenposten ist es nur auf der imperialen Seite. Also auf der imperialen Seite kenne ich mich hier super aus. Aber jetzt auf der republikanischen Seite ist es so ein bisschen, ich sehe hier nicht durch. Lauter feindliche Truppen hier, was ist denn das? Ich glaube, da ist dann die imperiale Basis. Oder haben seit neuestem irgendwie, seit dem Update, Imperiale und Republikaner den Planeten getrennt? Weil früher weiß ich noch, da waren sie immer auf den gleichen Planeten. Da hat man auch mal ein paar Gegner gesehen. Ach, hier ist das. Ah. Oh Gott, das ist ja noch richtig weit. Oh, das ist ja noch richtig weit. Hier ist das Heldengebiet. Da kann man den Weltboss Gargat legen. Und dort ist die imperiale Basis. Krass. Am Arsch der Welt hier. Also das werde ich alles rausschneiden. Oder ist hier eine Basis von uns? Das ist eine Basis. Kann ich gleich mal ranfahren hier. Brauche ich später nicht mehr ran. Alles schön aufdecken. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Habe ich einen Erkundungserfahrungsbonus? Bestimmt wieder nicht. Ja, toll. Den hätte ich nämlich eigentlich einwerfen können, wenn ich jetzt den Planeten hier entdecken will. Naja. So, werde ich jetzt noch ein bisschen weiterfahren und bis gleich. So, hier ist der Außenposten von den Imperialen. Das ist übrigens alles die Bonusgebiet hier, wo ich gerade bin. Deswegen sind die meisten Gegner alle Level 47 oder 46. Also, wenn ihr Level 40 seid, dann solltet ihr echt aufpassen, wo ihr hier langfahrt. Weil die Aggro-Range von den ganzen Gegnern, die ist dann doch ein bisschen größer. Müsst ihr halt einen größeren Abstand wahren, dass ihr nicht irgendwie die Gegner hier irgendwie pullen tut.
Neue Codex-Eintrag. Scheiße, scheiße, ich will hier raus. Ich will nicht PvP markiert werden. Nein, nein. Fuck. Scheiße. Oh, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen mit meinem Wasserwaff. So ein Scheiß. Und jetzt müssen wir hier auch noch... Jetzt müssen wir auch noch durch das Impfgebiet durch. Nein. Gar nicht gut. Also da hinten ist, glaube ich, irgendwo die imperiale Basis. Da, wo die Kuppeln sind. Dort kommen die raus. Da haben die einen Raumhafen im Boden drin. Da muss man dann mit Fahrstühlen hochfahren. Oh, und wir müssen jetzt noch einen ganz weiten Weg fahren. Und ich bin mir sicher, dass wir hier auf irgendwelche 50er Imperiale treffen, weil die Imperialen, die haben hier unten so ein Helden 2 Gebiet. Die Mission nehmen sie gleich hier im Raumhafen an. Die Mission heißt gemeinsame Ausbildung, glaube ich. Und dort gibt es einen Tals-Instruktor oder einen Tals, irgendwie so ein Champion. Und wenn man den legt, da soll die Robe auch droppen. Also ich habe sie bis jetzt bei dem noch nie gehabt. Ich habe die einmal in der Kiste gehabt und einmal bei dem republikanischen Schneekommando gehabt. Und ansonsten habe ich sie immer gekauft oder gefunden. Nee, wo habe ich die? In der Kiste hatte ich die auch einmal. Ja. Und zweimal sogar in der Kiste. Oh, das ist gar nicht gut hier mitten auf dem Hauptweg. Nein, ich will nicht sterben. Aber wir müssen hier lang. Und Frontbunker, das ist auch nochmal ein schöner imperialer Außenposten. Es widert mich an. Da hinten, wo dieser Berg ist. Dort ist das H2-Gebiet. Oh oh. Nicht, dass er hier rausfährt. Oh Gott, das ist mir zu gefährlich. Ich muss irgendwie abseits des Weges fahren. Dass ich nicht so gesehen werde. So, ich hoffe, dass ich jetzt mein Mikrofon nicht die ganze Zeit auf stumm hatte. Ich habe gerade gesehen, die rote Lampe hat geleuchtet. Ich glaube, ich bin da gerade gegengekommen, als ich das Headset abgenommen habe. Wenn nicht, dann muss ich das nachsynchronisieren. Das wäre ein bisschen peinlich. Also hier ist dieser Berg. LED-Außenposten. Bei den Imperialen ist das hier der LED-Außenposten. Wir haben das hier bloß auf der Karte verzeichnet, LED-Außenposten. Und da muss man jetzt einfach hochfahren. Man merkt dann, wenn jetzt der Schnee langsam anfängt, so ein lila Schnee oder was auch immer das ist, wenn das Schneegestürme losgeht, dann wird dieser Wasserbuff hier unten in der Leiste, wird dann als Missionsgegenstand ins Inventar reingemacht. Jetzt steigen wir ab. Okay, hier, jetzt schneit's. Es friert. Und jetzt haben wir reines, schockgefrorenes Wasser. Und mit diesem Wasser müssen wir nach Ilum. Und das in diesen leeren Kristall einsetzen. Dann kommt nämlich so ein Geistgegner raus. Aber das geht leider erst mit 50. Das kann ich euch nicht zeigen. Aber zumindest wisst ihr jetzt, wo ihr das Wasser einfrieren könnt. So, und hier sind wir gleich beim nächsten kleinen Secret. Da ist eine Kiste. Die werde ich gleich mal aufmachen. Da hatte ich die Robe schon zweimal drin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, ne? Ist ja ein bisschen kontraproduktiv. Schnell einsammeln. Okay, jetzt ist mir alles egal. So, jetzt kommt hier der Boss-Swamper. Also wenn man Glück hat und man möchte nicht gegen den kämpfen, dann kann es sein, dass er den Gefährten einfach wegschubst und dann hinterherläuft. Dann ist man den Gegner hier gleich los, aber irgendwie so schwer ist der gar nicht. Das liegt auch daran, dass wir ziemlich gut ausgerüstet sind. Nee, starke Schuss wollte ich jetzt gar nicht machen. Wo bin ich mit den ganzen Granaten? Da ist eine Granate. Das schaffst du. So, der hat auch nochmal ein bisschen Geld und ein bisschen Sachen. Ja, toll, Inventar ist voll. Das war jetzt erstmal alles, was ich bis jetzt zeigen wollte. Ich könnte vielleicht noch einen Datagrund zeigen, so als 300. Special. Mensch, ich hätte noch... jetzt habe ich die Kiste immer noch. Guck mal hier, den Müll, den kann ich wegschmeißen. Dann mache ich mal den Rest aus der Kiste raus. Oh, nee, ich hasse es. Man kann jetzt auch den Gefährten nicht wegschicken. Komm hier, dann schmeißen wir den Scheiß weg. Ich hasse es. Dieses volle Inventar, man. Stim brauche ich auch nicht. Machen wir die Kiste mal ganz auf. Was ist das überhaupt? Tanovik mag das überhaupt nicht. Militärausrüstung. Könnte Arik gebrauchen, aber der ist ja sowieso voll gepowert bei uns. So, dann werde ich mir überlegen, was ich jetzt mache. Ich stelle den erstmal hier ab, warte, die Kiste, die spawnt in 20 Minuten wieder.
könnte ich dann quasi in 20 Minuten die Kiste nochmal öffnen. Aber bevor ich das mache, werde ich mich lieber heilen, glaube ich. Wir sind hier nämlich mitten in der Nähe von der Rep-Basis, von der imperialen Basis. Ist ein bisschen gefährlicher. So, da wäre ich wieder. Es ist 23.18 Uhr. Ich habe den ganzen Tag, ja, ich habe heute 4 Stunden Filme geguckt. Das waren 2 etwas längere Filme. Mal gucken, ob ich es an die Kiste so ran schaffe, ohne dass ich die Gruppe pull. Inventar ist schon wieder voll. Am Prinzip könnte man den ganzen Tag hier stehen bleiben, alle 20 Minuten dann mal reingucken. Muss ich was verkaufen hier. Das Wasser möglichst nicht verkaufen. Was kriegen wir dafür? 0 Credits, du spinnst ja wohl. So, grün. Oh, ich muss echt mal wieder zum Aha. Ich habe 29 mal Post, das ist bestimmt alles Sachen. Komm schon. Oh, ich bin nicht so dicht an die Viecher ran. Denn ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Was könnte ich eigentlich noch machen, so in der 300. Folge? Ich glaube, ich könnte alle Datagrons zeigen, die auf diesem Planeten sind. Oder die ganzen weiteren Kisten, weil da unten ist ja auch noch eine Kiste. Da könnte ich auch nochmal schnell hinfahren. Ich weiß nicht, ob es so geistreich ist, dass ich jetzt allen Leuten zeige, wo die ganzen Kisten sind, weil man kann hier wirklich eine richtige Tour fahren, indem man sich erst die Kiste hier oben schnappt, dann fährt man hier runter. Mal gucken, ob er da auch hin will. Ich hoffe mal nicht. Hau ab. Der will da runter. Hau ab, Junge. Die gehört uns. Will doch woanders hin, okay. Gucken, ob ich das schaffe. Also hier muss man ein bisschen aufpassen. Nein, das wollte ich nicht. Das Schlimme ist, also wenn man hier runterfällt, bis zu einem bestimmten Grad kommt man dann nicht weiter. Man backt da rum, aber das möchte ich jetzt nicht zeigen. Ich möchte euch zeigen, wo die Kiste ist. Ach, ich wollte doch die Karte eigentlich gar nicht aufdecken. Scheiße. Okay, die Kiste ist ein bisschen schwerer, weil hier ist eine etwas größere Gruppe. Ist es hier Heldengebiet? Eigentlich nicht. Also den müssten wir rausnehmen. Oh, meine Zahnbürste steht im Weg hier mit dem Becher. Die habe ich nämlich mittlerweile in meinem Zimmer stehen. Wo ist denn hier das... Bin ich bescheuert? Sprenggeschoss? Nein. Impulskanone? Nein. Schlaggeschoss? 60 Sekunden lang, genau. Das ist unser CC. Damit nehmen wir mal den Heini raus. Oh, jetzt geht's ab hier, jetzt geht's ab. Oha, ich muss Heilung machen. Heilung! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass ich hier den Heil... Wieso ist der Typ da raus? Wir werden sowas von kapieren hier. Ja, ja, kriegst du. Ich glaube, unser Tanovik hat gerade mit einem Massenspott den Typen aus dem CC rausgeholt. Ach, scheiße, ist egal. Ich muss die Kiste noch kriegen. Schnell, schnell, schnell. Ah, fuck. Gar nicht gut. Das sind bloß 37er hier. Was war denn das? Damit man merkt, ich will einfach gar nicht heilen. Also eigentlich müsste ich Lara rausholen, wenn ich so eine Gruppe mache, dass die mich immer heilt. Und Tanovik ist schuld, dass der hier rausgeholt wird aus dem CC. Naja, egal. Machen wir mal Medicenter, dann möchte ich gleich mal wissen, wo wir hier rauskommen. Einen neuen Ort freigeschaltet. Das passt uns jetzt aber auch nicht gerade. Will ich die weiteren zeigen? Hm. Es gibt noch viel mehr Kisten hier. Also ich glaube 5 so eine großen Kisten gab es hier. Könnte ich eigentlich zeigen, ja. Ich fliege mal zunächst einfach hin. So, Datagron. Wäre sogar noch eins in der Nähe hier vom Lead-Außenposten. Ihr müsst einfach nach Süden fahren. Also ich bin jetzt hier von links rangekommen, habe ein bisschen das Gebiet aufgedeckt. Wenn ihr jetzt hier diesen Weg folgt, dann müsst ihr, glaube ich, auch... da sind, glaube ich, viele Gegner im Weg. Also man kann sehen, hier ist das Datagron, es ist aber noch eingefroren in einem Eisblock. Aber man kann das Geräusch hören davon. Ah ne, das ist bloß ein Matrix-Splitter, wie es aussieht. Zumindest kann man sich in der Kantina, in der Hauptbasis, bei dem... Ja, in der Kantina kann man sich jetzt, glaube ich, kaufen den Hydroverdünner. Wo ist denn der jetzt? Ah, ich hasse es. Da, Hydroverdünner. Dann kann man hier raufklicken, kann den Eisblock hier zum Schmelzen bringen. Ich weiß nicht, wie lange das hier frei ist, aber ja, jetzt schmilzt das. Ich schreibe das mal in den Chat. Eisdatacon ist gerade freigemacht, wer es haben möchte. Ich glaube, das bleibt jetzt hier ein paar Minuten offen. Dann können auch andere Leute sich das holen. Bla bla bla. Unendliche Technologie. Matrix-Splitter gesammelt. Okay. Jo, das war das.
Dann fahren wir einfach mal weiter. Ach, sieh mal einer an, das sind ja alles Grüne hier. Das ist ja nur für die Imperialen hier feindliches Gebiet. Also wir können hier in aller Ruhe durchfahren. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Kisten gibt. Ist da eine drunter? Nein, das wäre zu schön gewesen. Ah, aber da gibt es was zu plündern. Also das ist grau, das brauche ich gar nicht mehr. Fahren wir mal weiter. So, ich bin mal weitergefahren. Hier, das ist das große Heldengebiet. Da gibt es auch den Weltboss, den Schneeblinden. Den hatte ich auch in einem Special gehabt. Das ist diese riesige Schneekatze, aber wie kommen wir an den vorbei? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich kann mich nicht unsichtbar machen und das sind... Naja, ich werde einfach mal durchfahren. Ich hoffe, dass ich dann irgendwie heil durchkomme. Vielleicht kann ich hier oben lang. Nein, kann ich nicht. Scheiße, scheiße. Das ging ja doch noch. Okay, da war die Aggro-Range jetzt nicht so. Jetzt muss ich aufpassen. Hier der Schneeblinde. Ist er hier irgendwo? Hallo? Mr. Schneeblinder. Er ist nicht da. Gut. Ach, jetzt fängt das Heldengebiet erst an. Naja, gut. Zur Kiste ist es auch nicht weit. Da stehen zwar auch noch wieder ein paar Gegner im Weg. Aber die kann man, glaube ich, auch umgehen. Hoppla. Den Typen hier, der macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Ich glaube... Schaffen wir es? Schaffen wir es? Vielleicht machen wir die Kiste von hinten auf. Vielleicht aber auch nicht. Ah, das ist zu weit weg. Komm, mach auf, mach auf, mach auf! Junge! Ah, verarsch mich doch nicht. Ein Söldnerhelm! Wow! Das sind diese Scheißdinger. Ja, den Kampf schaffen wir jetzt eh nicht. Ich lass mich einfach mal töten. Dann weiß ich wenigstens, wo ich jetzt rauskomme. Sterb doch mal schneller. Oh krass, Alter, ein Schuss. Der zweite Schuss war harmlos. Also der erste Schuss hat mir hier zack fast alles weggemacht. Geht ja gar nicht. Medicenter, mal gucken, wo wir rauskommen. Habe ich mir wenigstens ein bisschen Weg erspart, glaube ich. Ah nee, das ist bloß dieses scheiß Medicenter. Ich wollte jetzt eigentlich zu einer richtigen Basis kommen. Also man hat gesehen, da war der Söldnerhelm drin. Das ist übrigens mein Hasshelm. Den habe ich im Inventar. Hier ein paar Mal, so da. Sogar den Hilfssanitäterhelm. Wo ist der Söldnerhelm? Das ist der gelbe da. Die versuche ich ja in meinem Auktionshaus zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Also ich will hier irgendwie für 21.000 Credits verkaufen. Und es gibt eine Menge Leute, die den für 11.000 reinstellen. Was ich für so einen Helm eigentlich Schnäppchen finde. So, oder ja, angemessen. Also es ist eigentlich billig, kann man sagen. Das ist Ramschware hier. Jeder hat das, ey. Das stört mich eigentlich, ja, ja. Gut, dann werden wir mal weiterfahren zum nächsten Datacron oder zur nächsten Kiste. Ich glaube, die nächste Kiste ist dichter. So, dann fahren wir mal weiter nach Osten. Da hinten kommt, glaube ich, eine republikanische Basis. Da werde ich ein Problem haben, aber ich will nur bis hier kommen. Denn hier gibt es auch noch ein kleines Geheimnis. Ich hoffe, es ist da. Für alle Biochemiker unter euch, man kann ja mit, da ist er, der Eisfahren. Den kann jeder einsammeln. Da muss man kein Biochemie haben. Aber mit Biochemie kann man den Post. Okay, du hast Eisfahren erhalten, weil mein Inventar voll ist, wurde er mir jetzt an meine E-Mail, an meine Post geschickt. An mein Postfach. Diesen Eisfahren, den könnt ihr im Auktionshaus auch verkaufen, wenn ihr irgendwie Geld farmen wollt. Oder ansonsten könnt ihr damit irgendwie was herstellen. Also wie das funktioniert, weiß ich nicht. Man braucht Biochemie, man weiß, braucht die Eisschnarrerleber und den Eis fahren und dann kann man da irgendwie was herstellen, damit man irgendwie Towntowns anlocken kann. Man kann auch noch Towntowns als Haustier haben, also nicht nur diesen Towntown-Bock, sondern auch irgendwie weitere Towntowns. Ich weiß nicht so genau, scheiße. Aber wir sind ja eh PvP markiert, fahren wir mal durch hier. Ich hoffe mal, dass die lieben Imperialen uns in Ruhe... ist das hier? Scheiße. Oh fuck. Nein, lass mich doch in Ruhe. Okay, ich bin sowas von tot. Das kann ja was werden. Genau, lenk du ihn ab. Die Geschütze, was haben die denn für eine Reichweite? Okay, die lassen mich in Ruhe. Dann stellen wir ihn jetzt mal auf Passiv und hoffen, dass Tanovik jetzt wieder hinterherkommt und dass wir die Aggro von dem Typen da hinten verlieren, dass wir endlich wieder auf den Gleiter aufsteigen können. Jupp, so geht das. Oh, eigentlich bin ich Level 42, ich glaube, sonst hätte ich hier noch mehr Probleme gehabt. So, das war der Eisfahren. Also ich muss sagen, auf Hoth kann man eine Menge Sachen machen. Geld farmen, deswegen bin ich auch sehr oft hier. Natürlich ist es besser, wenn man nachher mit 55er schwarzes Loch macht oder Sektion X, da kann man natürlich noch schneller Geld farmen.
Und auch die wöchentlichen Auszeichnungen, oder wie die jetzt mittlerweile heißen. Früher waren das Schwarze Loch-Auszeichnungen, die gibt es nicht mehr. So, ja, und dann sage ich jetzt mal einen kleinen Schnitt. Bis gleich beim nächsten, bei der nächsten Kiste. So, da wären wir. Das ist jetzt hier so eine, ich glaube, es ist eine Heldenschlucht. Da darf ich, glaube ich, gar nicht reinfliegen. Also zumindest sind da Imperiale. Das könnte gefährlich werden. Kann ich hier einfach durchfahren? Will ich hier durchfahren? Da warten schon die ersten Gegner. Gold, 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 dreimal Gold. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Ich könnte da höchstens jetzt einen auf krampfhaft durchfahren. Ich versuche es einfach mal. Ansonsten kann ich euch nur eine Anweisung geben. Fahrt einfach geradeaus durch und dann halt links den Berg hoch. Und am Ende des, der Bergstraße, da sitzt irgendwie so ein Typ hier, so ein Cis, und hinter ihm ist eine Kiste. Wuppa. Das weiß. Komm, Tano. Ah ne, der ist noch passiv. Machen wir mal auf aktiv. Wenn wir angegriffen werden, dann kämpft Tano. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Also da hinten müsst ihr links hochgehen. Aber ich schaffe das nicht. Nein. Zu viele Sis. Lass mich noch in Ruhe. Oh. Ohoho, ich habe es geschafft. Dann holen wir mal Tano mal wieder hier. Das ist die schnellste Variante, ihn zu heilen. Aber wir müssen auch ein bisschen Heilung haben, deswegen... Oh Gott, wo waren das jetzt hier? Auf- und Nachladen, das Grüne. Ich muss hier echt aufräumen. Habe ich zwar immer noch nicht gemacht, aber naja. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich muss hier irgendwie an den vorbeikommen. Komm, Tano, mach es. Der da hinten hat auch schon seine Schwerter gezogen, der will uns jetzt auch gleich vermöbeln. Den muss Tano auch noch kriegen hier, komm, geh zu Tano. Nicht zu mir, genau. Oha, Verstärkung. Gar nicht gut. Ja, das tue ich für euch. Ich opfer hier mein Leben. Oh Gott, Tano ist schon tot. Komm schon, komm schon, komm schon. Also hier hoch. Ja, ich schaffe es nicht hin. Mal gucken, ob wir die Kiste schon sehen können. Noch nicht. Mal gucken, wenn ich weit genug weggehe, dann verliere ich vielleicht die Agro von den haut ab. Da hinten ist die Kiste. Da ist sie, ich sehe sie schon. So dicht. Oh, krass. So. Das ist die Kiste. Also das ist im Prinzip das Beste, wenn ihr einen imperialen Charakter habt, dann könnt ihr ja auch mit Level 20er herkommen, also... Weil dann sind das ja Verbündete, dann sind die alle für euch grün. Ihr könnt hier quasi hergehen, die Kiste plündern und keiner greift euch an. Ich habe das Problem, dass ich mit dem Rep hier bin, deswegen muss ich die Kiste... ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Mein Inventar ist eh wieder voll. Ich guck einfach mal rein und lass mich töten, dann bin ich beim nächsten Außenposten. Oh, was Grünes, was Blaues. Dann schmeiße ich das Grüne mal weg. Hol mir das hier aus der Kiste raus. Wobei, so viel besser ist das auch nicht. Naja. Ja, wie die Musik jetzt gerade gestoppt hat. Erst epische Musik und dann... Ich hoffe mal, dass es jetzt hier keine Probleme mit dem Sound gibt. Das, weil ich höre es ein bisschen komisch. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Bitte sag, dass wir es... Ja, Zeit gespart haben wir. Und meine Ausrüstung ist auch gelb. Sehr schön. Ihre Beschwerden. Müssen wir reparieren. 7000. Oh Gott. Einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, 19.000 Credits. Jetzt fahren wir mal weiter. Jetzt holen wir uns eine Kiste, die ist viel leichter für Republikaner. Weil hier oben gibt es ein Heldengebiet für, also für die Imps. Die haben da ihre Gegner, ihre Feinde und wir haben da unsere Verbündeten. Also brauchen wir da jetzt nur hinfahren und können uns eine Kiste schnappen. Das werde ich mal machen. Wir sehen uns bis gleich dann da wieder. So, da wäre das Heldengebiet. Wie heißt es gleich? Irgendwie Heldenreich. Der Raumschifffriedhof Jedi-Lager. Das ist hier im Nordosten der Karte. Da holen wir uns jetzt erstmal die tolle Kiste. Ich glaube, hier sind sogar zwei. Eine kleine und eine große. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also die Imperialen müssen hier halt Jedis umhauen und wir können jetzt einfach die Kiste holen. Die sogar da ist. Das ist schön. Um diese Uhrzeit... Sind halt nicht so viele Leute unterwegs. Oh, jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass das Inventar voll ist. Naja, ich nehme nur die Credits. Also der Rest ist eh Müll. Können wir drin lassen. So, dann steige ich mal wieder auf. Und ich weiß nicht, ob hier auch eine Kiste war. War hier eine? Nein. War irgendwas Rotes gerade?
So, und dann gibt es hier noch einen geheimen Weg zum Datacron. Da fahre ich gleich mal hier rauf. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist. Oh, verdammt. Ja, Datacrons sind immer sehr lästig. Muss man immer so eine... Scheiße. Mist! Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, dass ich einen neuen Charakter auf dem Rollenspielserver anfange. Und so quasi mal so als, als Feedback, als Zurückblende zu damals nehmen. Da wollte ich auch einen Soldaten anfangen, beziehungsweise ich habe es auch getan. Dann wollte ich mal die ganzen Storys nochmal zeigen. In besserer Tonqualität, weil damals habe ich ja wirklich sehr leise gesprochen. Und jetzt ist es ein bisschen abgestimmter vom Sound. So, ist das jetzt hier richtig? Ja, hier soll ich runter. So, mal kurz zwischenheilen. Ich bin doch hier noch richtig, oder? Ich hoffe es. Das Datacron ist irgendwo da hinten. Wo genau, weiß ich nicht. Wir fahren einfach mal den Weg hier lang. Wird sich schon finden. Weil zumindest wollte ich, was wollte ich? Genau, ich wollte nochmal auf dem Rollenspielserver einen Charakter anfangen. So als Zurückblende an den Anfang damals machen. Aber irgendwie... wo geht das jetzt lang? Hier runter? Wo bin ich denn jetzt? Da sollte man nicht hin. Eigentlich wollte ich... dorthin. Der Gleiter ist auch ein bisschen zu groß. Und dann wollte ich dort Sozial 1 werden, um euch zu zeigen, wie schnell das eigentlich geht, dass man Sozial 1 auf einem Server wird. Weil Sozial 1, da braucht man, glaube ich, nur 10 Sozialpunkte für. Und das kann man sehr schnell mit einer Mission erreichen, wenn man Glück hat. Vielleicht auch zwei Missionen. Da wollte ich dann mal einfach wildfremde Leute in eine Gruppe einladen. Das Dumme ist natürlich... Man kann das Datacron schon hören. Das Dumme ist natürlich, dass ich bevorzugter Abonnent bin, beziehungsweise Free-to-Play. Und dass ich bis Level 10 Leute nicht ansprechen kann. Das heißt, ich bin genauso wie ein normaler Free-to-Player. Ich kann niemanden ansprechen, aber ich kann die Leute in Gruppen einladen. Die meisten Leute reagieren nicht so freundlich auf Gruppeneinladungen, ohne vorangesprochen zu werden, beziehungsweise sie ignorieren das oder wie auch immer. Also am besten, wenn ihr Sozial 1 erreichen wollt auf einem Server und euch dadurch 20 Kartellmünzen verdienen wollt, schnappt euch einen Kumpel über Skype oder wie auch immer, Teamspeak, wo auch immer, dann legt schnell einen Charakter an. Einen Soldaten, anderen Schmuggler oder beide Soldaten, ist eigentlich scheißegal. Hauptsache ihr kommt bei der gleichen Quest da raus und... Na, komm schon. Also gehört habe ich das Datacron schon. Ich glaube, das muss hier sein. Ja, da geht's lang. Huch. Dass ich jetzt den ganzen Weg zeige, ist natürlich ein bisschen albern für eine 300. Folge, aber ich dachte mir mal, da ruht so ein schöner Planet ist, da ist das Datacron. Oh, Hilfe, der Beine wäre hier runtergefallen. Gehört das denn zu Kater noch? Ich glaube nicht. Und ich bin schon wieder vom Thema abgekommen irgendwie. Ich wollte Sozial 1 werden, euch das zeigen, wie schnell man dann Kartellmünzen verdienen kann. Weil es gibt ja Belohnungserfolge. Wenn man Kartellmünzen, wenn man Sozial 1 wird, kriegt man 20 Kartellmünzen. Wenn man von einem Charakter, hier Ausdauer plus 4, wichtig für alle Klassen, besonders für die Tanks, aber sagen wir jetzt auch mal nicht nein dazu. So, und das zweite Datacron. Ah, jetzt muss ich hier irgendwie... Hier sind wir nämlich noch eins in der Nähe. Aber ich höre schon wieder auf vom Thema hier. Ah. Ich bleibe am besten mal stehen und rede jetzt einfach mal eine Sätze einfach weiter. Ich wollte nämlich Sozial 1 werden, um die Erfolge zu haben. Um 20 Kartellmünzen zu kriegen. Man kann auf jedem Server einmal Sozial 1 werden. Aber ich fahre trotzdem wieder weiter. Und es gibt ja 20 Server im Star Wars Universum. Ach komm, ich will jetzt ja mal runter. Mal zwischenheilen. Also 20 Server mal 20 Kartellmünzen. Wenn ihr mal Langeweile habt, irgendwie 1-2 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das für alle dauert. Ich glaube, für einen Server braucht man so 5-10 Minuten, um da die Quest zu machen. Man kann ja mit der Leertaste die Gespräche überspringen. Dann mal schnell Sozial 1 werden und man kriegt 20 Kartellmünzen. Und dann könntet ihr rein theoretisch 400 Kartellmünzen bekommen. Mit diesen 400 Kartellmünzen habe ich mal nachgeguckt. Man könnte sich da zum Beispiel diese MA44 Gefechtsrüstung holen. Das ganze Set. Gucken wir mal rein, Gegenstände anzeigen. Das hat sogar hier 30er Modifikationen drin. Ist also gar nicht mal so schlecht.
Oder wenn man, ja, für Leute, die ganz neu anfangen und irgendwie vielleicht einen Schmuggler oder so anfangen, würde sich das empfehlen, dieses Freibeuteteil. Da sind zwar keine Modifikationen drin, aber man hat fast die ganze Rüstung. Also einen Helm gibt es dazu nicht, aber an sich sieht das ja ganz cool aus. So, dann wollen wir jetzt hier nochmal runter. Jetzt bin ich ja viel zu weit im Norden. Ich wollte nochmal schnell zeigen, wo das andere Datacron ist. Ich weiß gar nicht, wie viele wir noch brauchen. Ortolaner gibt es hier. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hier ist das Schiffswrack im Weg. Na klasse. Ich weiß sogar nicht. Ist es hier bei Erfolge mit drin? Planet? Ort. Hoff. Erkundung. Düdüdüdü. Bestien, Erkundung, allgemein. Ist hier irgendwas? Ach, scheiß drauf. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Naja. Los, Tano, hol ihn dir. Frieren wir mal kurz ein, noch eine Granate hinterher. Ich habe doch hier irgendwo eine Impulskanone. Können wir nochmal wegschubsen, Plasmagranate. Mörserhagel rein. Und ich muss nicht mal reinhalten, ich muss nicht mal heilen. Wer ist das hier? Ist das ein Sis? Ein Powertech. Oh oh, böser Powertech. Lass mich in Ruhe. Nein. Nein, du blöde Sau. Du bist jetzt auf YouTube, du Opfer. Gucken die an, ey. Gucken die an. Was für ein Versager. Ich bin schon fast kaputt gewesen. Ehrlich, wir kennen deinen Namen. So eine Sau. Ja, das Dumme ist, jetzt komme ich im Medicenter raus. Das ist hier gleich in der Nähe. Der wird uns wieder umhauen. So eine Scheiß. Und nur weil ich in der letzten, in dieser Folge, aber in der letzten Aufnahme PvP markiert wurde. Scheißdreck. Man muss die ja manuell ausstellen und dann 5 Minuten in meinem Ruhebereich bleiben, damit man die wieder verliert. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Und die ganzen Gegner sind ja auch noch. Können wir wetten, gleich kommt diese dumme Sis. So schnell hier vorbei. Hauptsache die Gegner greifen mich nicht an. Ruhig, lass mich in Ruhe. Ich weiß doch gar nicht, was ihm das bringt. Man kriegt ja keine Tapferkeit, oder kriegt man da Tapferkeit, wenn man Leute umkloppt? Es gibt ja keine Belohnung dafür. Nur, dass man anderen Leuten Schaden zugefügt hat. Ekelhaft. So, hier ist der Eingang. Ich glaube, ich weiß nicht, ob alle Klassen hier nachher eine Quest haben. Zumindest hatte ich mit meinem Powertech hier eine Abschlussquest auf dem Planeten, also von der Story her. Von der Klassenquest. Ja, nochmal hier. Codex-Eintrag. So, und hier oben ist das Datacron. Das ist aber leider noch versiegelt. Was ist das hier? Das ist grau, brauche ich nicht. Was ist hier da unten? Mhm. Hier, dort. Verkuppelte Ladestation. Da muss man den Gegenstand einsammeln, den man von einer Drohne bekommt. Die ist hier in dem Gebiet. Wo ist das? Kann ich euch später vielleicht mal zeigen. Da werde ich nochmal vorbeifahren. Das ist ein... Ach, das ist ein Söldner. Das ist einer von uns. Guck mal, da hinten ist der Sis. Da ist die Sau. Er ist 39 eigentlich, ne? Was hat er dabei? Er hat Marco dabei als Gefährte. Komm, den kloppen wir jetzt mal um. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Mist, ich bin nicht gebufft. Oh, die Sau. Der hat Schnellreise genommen. Ja, keine Rache. Die Republik schlägt nicht zurück. Schade. So, hier ist mal erstmal ein kleiner Schnitt. Bedenkpause, ich weiß gar nicht, was ich noch machen kann. Okay, ich habe gerade mal nachgeguckt. Es gibt 5 Datacrons auf Hoth. Den Matrix-Splitter haben wir eingesammelt, den wir im Eis hatten. Der war eingeschmolzen hier. Dann das Teil haben wir nicht. Wären 3. Das oben... Immer noch 3. Was ist denn jetzt? Irgendwie 2 fehlen noch. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo die sind. Müsste ich selber mal nachgucken. So, endlich eine
Verbündetenbasis hier. Endlich. Kann ich hier irgendwo noch einen Gleiterpunkt freischalten? Ja. Ich will jetzt gar nicht ans Postfach rangehen. Ich weiß, da ist wieder nur Müll drin. Folgende Routen zur Verfügung. Das ist auch ein PvP-Markierter, aber das ist ein Verbündeter. Also der Sis eben, ne? Das war wirklich heimtückisch. Böse war das. Greift mich an, wenn ich fast kaputt bin und dann, wenn er mich sieht, ich glaube, er hat mich gesehen und deswegen ist er zurück. Ich glaube, der wollte auch reinfahren. In die Basis. Der hat wahrscheinlich da seine Abschlussquest da drüben gehabt. So, das letzte Datacron, das ist hier irgendwo nördlich. Ich habe mal gerade den Guide hier offen, das sollte hier irgendwo sein. Ich weiß, dass hier irgendwie so ein abgestürztes Raumschiff ist, wo viele Leute mir ihre HK-Teile suchen. Man kann ja, wenn man Level 50 ist, oder kann man den auch schon früher suchen, zumindest mit, nee, man muss ja mit 50 kann man das erst. Man kann HK höchstens über das Vermächtnis freischalten, dass man den gleich von Anfang an hat oder so. Ich weiß gar nicht. Dort hinten ist es, glaube ich, wo die HK-Teile gesucht werden. Und wir müssen jetzt, ja, da hoch müssen wir. Ich glaube, da oben ist das Datacron. Ich werde das mal suchen, dann einen kleinen Schnitt machen. So, man muss auch gar nicht viel machen. Ich bin jetzt aber gerade aus weitergefahren. Dort oben kann ich schon Glitzern sehen. Das kommt auch von den Koordinaten irgendwie hin. Die Koordinaten sind 1039 und minus 1242. Die Frage ist nur, wie kommt man da jetzt rauf? Ist doch ein bisschen steiler hier. Hm. Muss ich hier lang? Dort hochkraxeln geht, glaube ich, auch nicht wirklich. Ich glaube, ich hätte da... Gibt es da einen Weg? Oh ey, das ist ja richtig ekelhaft hier. Da kommt man von hier hinten rauf. Das wird ja immer... Oh, scheiße, Erschöpfungszone. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Also hieß es nicht. Man kann sogar drauf gehen, sich das Datacron zu holen. Das geht ja gar nicht. Ich muss noch mal gucken, wie ich am besten raufkomme. Das ist immer so das Schlimme. Also... Es gibt zwar eine Menge Guides auf YouTube, im Internet gibt es eine Menge Guides mit Bildern und Koordinaten, aber wie man da hinkommt, ist immer so eine andere Sache. So, wurde hier gerade angegriffen. Das muss ich natürlich unbedingt mit reinbringen ins Let's Play. Also im Guide steht, man muss durch eine Eishöhle, damit meinen sie wahrscheinlich diese hier. Ich werde mal gleich rausfallen und... Komm, stirb jetzt hier, lass mich in Ruhe. Hast du Geld für mich? Gib mal dein Geld! So, das ist der Platz, von wo wir kamen und hier ist diese Höhle, diese ominöse Höhle. Da sollen wir jetzt durchfahren und dann soll man sich links halten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man schon in der Höhle links... Nein, noch nicht in der Höhle. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Gegen den müssen wir wahrscheinlich auch gleich kämpfen. Bevor er uns angreift, mache ich lieber selber hier. Da greife ich doch lieber die Initiative und greife ihn zuerst an. So, wegschubsen. Ich glaube, der stand jetzt zu weit weg. Das war doof. Ah ja, und jetzt renne ich schon wieder dichter ran. Ich bin noch Fernkämpfer. Also ich meine, das sagt mir schon so oft, dass ich nicht so dicht ran soll, weil ich bin der Fernkämpfer. Aber jetzt hält Tanobika die Aggro, also er hält die Gegner von uns fern. Kommen wir hier noch ein paar Ladungsschüsse hinterher. Noch ein Leiche für den Haufen. Geld, ja. Wollen wir immer haben. Ah, Mörserhagel geht gerade nicht. Dann mache ich mal den hier rein. So, dann habe ich das losgeschossen. Boah, ist das laut. Ich krieg schon richtige Kopfschmerzen davon. Also mit dem Sound, das ist irgendwie... Mir ist es viel zu laut, aber im Let's Play, ich glaube, oder habt ihr auch Probleme? Also mir kam das jetzt nicht vor, dass es irgendwie... Dass es irgendwie zu laut wäre. Kam mir jetzt nicht vor. So, wir sollen uns jetzt links halten. Gehen wir mal gleich hier hoch. Hauptsache irgendwie hochkommen. Oh, noch mehr Gegner. Die will ich aber umgehen. So, die habe ich jetzt mal ganz leicht umgangen. Ich bin hier lang gegangen. Ich habe das jetzt gerade nicht aufgenommen, weil ich gucken wollte, wo es nochmal genau lang geht. Und dann kam gerade so ein Typ entgegen. Da war ich so ein bisschen unter Druck. Ich weiß jetzt nicht. Kann ich hier hoch? Soll ich mich hier weiter links halten? Da steht bei den Koordinaten 1143. 1143. Das wäre weiter in die Richtung. Dann gehe ich mal da einfach hoch. Da komme ich nicht hier noch rauf. Komm, kleiner Sprung. Oh, Kacke.
Ich hasse immer diese doofen Kanten, wo man abrutscht. Man sieht es vorher nicht, dass man da abrutscht. Das geht aber, oder? Ja. Da ist gerade ein Gegner. Bloß ab, Junge. So, jetzt sind wir schon mal hier oben drauf. Hat uns jetzt auch nicht so viel gebracht. Jetzt sollen wir, glaube ich, schnell mal die Koordinaten checken. 1000. Wir sind schon zu weit. Hilfe. Ich gehe mal hier lang. Man soll bestimmt dann da irgendwie am Rand lang. Hoffe ich doch zumindest. Das sieht ganz danach aus hier. Da kann man doch bestimmt drauf. Ja. Hm. Ob das was wird? Noch höher? Nein. Boah, das wird nichts. Da muss ich noch... Da muss ich unbedingt drauf. Komm schon. Komm schon. Oh. Ja, das wird sehr langweilig. Ach, wo bin ich vorhin stehen geblieben? 400 Kartellmünzen kann man sich so holen. Auf allen Servern. Auf allen 20 Servern sozial 1 werden. Für Leute, die noch mehr Langeweile haben, beziehungsweise noch mehr Kartellmünzen-Not haben. Oh, kacke. Man bekommt da auch jeweils 20 Kartellmünzen für den Abschluss der Story auf dem ersten Planeten. Also für jede Klasse. Das heißt also für Soldat, für Schmuggler kriegt man auf Ort Mantell jeweils 20 Kartellmünzen. Also insgesamt schon mal 40 für die beiden Klassen, wenn man... Gibt es hier noch eine Höhle? Oder müssen wir jetzt da lang? Gott, ey. Und dass es ja 4 republikanische Klassen gibt. Und... Ah, da ist eine Höhle. Okay, da müssen wir lang. Da es 4 republikanische Klassen gibt und 4 imperiale Klassen gibt, kann man also auf jedem Server 160 Kartellmünzen kriegen. Ist das richtig? 20, 40, 80 pro Seite. 160, genau. Dauert natürlich ein bisschen, bis man die Story auf dem ersten Planeten abgeschlossen hat. Denn das dauert so circa 2 Stunden, wenn man alle Gespräche auch wieder springt. So, und das Sadakon war... Präsenz. Naja. Ist wurscht. So, jetzt hier nochmal den Ausblick genießen. Wie weit das alles weg ist, ey. Krass. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Datacron und von dem anderen Datacron fehlt uns der Schlüssel oder was auch immer das ist, um das zu aktivieren. Da werde ich auch nochmal hinfahren, werde euch das zeigen. Aber die Drohne, das ist so eine 90.000er Drohne, hat die, glaube ich, an HP. Die kann ich euch leider nicht zeigen, wie man die erlegt. Da braucht man, ich glaube, 250er, um das zu schaffen. Ja, ich wollte sowieso zum Medicenter. Um den Weg zu sparen. Da haben wir es auch nicht viel gespart. Naja. Weiter geht's. Letzte Datacron. Datacron kommt gleich. So, hier sind wir vor Ort, wo die Drohne sein sollte. Aber ich sehe sie leider nicht. Was ist da? Hm, Kristallen brauchen wir nicht. Ich habe keine Archäologie. Die müsste hier irgendwo rumsausen. Vielleicht ist sie auch gar nicht da. Kann sogar sein, dass sie gerade gelegt wurde oder so. Wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber ich wollte sie jetzt sowieso nicht legen. Ich wollte euch nur zeigen, wo die Drohne immer lang pfeift. Wenn ihr die legen wollt, müsst ihr 2 Leute mindestens sein mit Gefährten, dass ihr euch auch heilen könnt und einer Tank und so weiter und so fort. Nö, scheint nicht da zu sein. Also die saust hier oben lang oder hier auf der freien Fläche. Einfach mal ein bisschen umgucken. Die ist jetzt aber gerade nicht da. Oh fuck, also hier ist sie nicht, das ist Erschöpfungszone. Rauchumblätter. Gut, dann kann ich euch nicht zeigen, wie die aussieht. Aber ist nichts anderes als diese anderen Drohnen eigentlich, auch nur ein bisschen größer. Diese... Befriedungsdruiden. Nee, das waren auch wieder andere. Zumindest diese Drohnen. Jeder weiß, wie eine Drohne aussieht. Hallo. So, und mir ist jetzt gerade ein Fauxpas passiert. Ich habe gesehen, dass hier irgendwo noch ein Datacron ist. Weil hier war zwar was verzeichnet, aber die meinen damit schon das Datacron, was dort hinten ist. Also hier die Drohne. Das Drohnen-Datacron. Ich dachte, hier wäre noch eins. Aber ich habe gerade nachgeguckt, man muss nochmal zurück zu Star of Coruscant.
was ganz im Osten ist. Und ich hoffe mal, dass Leute, die jetzt die Datacons auch sammeln, dass die das nicht parallel zu dem Video machen, sondern dass sie sich das Video erst angucken und dann die Datacons sammeln, weil die Anordnung, wie ich das jetzt gerade abfahre, ist ein bisschen bescheuert. Das hätte man irgendwie ein bisschen besser hinlegen können, dass ich dann alle Datacons dort hinten auch gleich mit abhole. Also werde ich jetzt noch zu Star of Coruscant fliegen oder kann ich da irgendwie Schnellreisen nehmen? Na, zumindest kann ich eine Schnellreise bis zum Außenposten Zarek nehmen. Hilft uns ja auch schon ein bisschen weiter. Und dort waren gerade Minenfelder, müsst ihr aufpassen. Nicht reinfahren. Ich weiß nicht, ob die Minen einen hochjagen oder nur die Imperialen. Also zumindest weiß ich, dass ich mit den Imperialen mal da eine Heldenquest oder so hatte. Und um dort ins Heldengebiet reinzukommen, ist es halt einfacher, wenn man ein, zwei Minen zerstört, also reinrennt und sich dann heilt und dann kommt man auch ganz gut vorbei. Dann braucht man nicht bei den ganzen Gegnern vorbei, wobei die Heldenquest eh daran besteht, dass man die Gegner töten soll. Also kann man machen, wie man will. So, ich fahre jetzt noch ein Stückchen hin und dann werden wir uns gleich beim letzten Datacon sehen. So, da wären wir. Aber hier scheint es, dass wir nicht den oberen Eingang nehmen müssen, sondern den unteren. 2882 und 448 sind die Koordinaten, das würde auf den anderen Eingang da schließen. Da bin ich doch vorne eigentlich fast runtergefallen. Ne, es war dort. Also das Datacon, das wusste ich selber nicht, dass es da eins gibt. Ich habe immer die anderen vier gefunden und das ist irgendwie, habe ich immer übersehen. Was ist er für einer hier? Ein Sis-Attentäter. Ich wollte ihn sonst gerne heilen, aber es geht ja nicht, es ist ein Sis. Und es ist nicht, wie hieß er? Hab den Namen schon wieder vergessen. Der uns vorhin umgekloppt hat hier. Nee, nee, nee. So, hier ist der Eingang. In der zweiten Ebene soll das Datacon sein. Es ist ein List-Datacon, also nicht wirklich wichtig. Aber kann man ja alles mitnehmen. Ist da oben drauf, oder wie? Nee, Moment mal, das ist doch jetzt der Eingang. Ist das nicht der Eingang, den wir vorhin auch hatten? Die sehen bloß... Ach, die sehen bloß beide gleich aus. Ja. So, Gegner? Sind hier keine? Dort hinten sind welche, ja. So, weiterfahren. Das ist interessant hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier wirklich weitergehen soll. Fahrstuhl. Irgendwas steht da von Fahrstuhl. Suchen wir einfach mal einen Fahrstuhl. Man kann mit dem Fahrstuhl die zweite Ebene erreichen. Ja, wo ist denn hier ein Fahrstuhl? Ach komm, lass mich in Ruhe. Oha, 40er Gegner schon. Was ist er denn? Oh, lass mich bloß in Ruhe. Mal, wenn man mehrmals das Gravitationsgeschoss, es geht einfach schneller. So, zwischenheilen. Tanovik anwählen, weiterheilen, weiterheilen. Ich brauche ein Medipack. Ja, du brauchst kein Medipack, du brauchst mich. Ich brauche Hilfe. Ja, kommt. So. Hat auch nichts geholfen, frieren wir mal kurz ein. Holen wir da weg. Jetzt habe ich die Aggro und Tanovik ist tot. Ich habe nicht geheilt. Ich bin ein Versager. Ich kann nebenbei noch ein bisschen lesen. Die erste, die sich bewegende Kiste fährt von links nach rechts durch den Raum. Was? Bewegende Kisten? Nicht, dass es hier irgendwie ein Jump'n'Run... Da oben. Alles klar. Ich komme darauf. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Also hier sind lauter 40er. Ihr solltet dann, wenn ihr das da dran holen wollt, solltet ihr schon Level 40 mindestens sein. Da ist, ja, Gegner. Vorchecken. Holen wir wieder ran. Bereit. Bereit. Mit dem Fahrstuhl wollen wir es nach oben. Und das Datacon, das befindet sich... Ich glaube, da hinten sehe ich es schon irgendwie glitzern. Oh, ist das ein langsamer Fahrstuhl? Das geht ja gar nicht. Müssen wir jetzt links oder rechts lang? Das dürfte, glaube ich, egal sein. Ist eben mit Verbindungsbrücken hier gesichert. Da hinten ist ein anderer Spieler. Mal gucken, ob der das weiß, wo es lang geht. Ganz bestimmt weiß er das.
Ein Saboteur. Das ist doch bestimmt hier wieder sowas ewig warten. Da, da, da. Auf die Kiste kommt man bestimmt drauf. Nicht so, aber... Ah, Gegner, verdammt. Nee, so auch nicht. Scheiße. Wie kommt man denn darauf? Das ist jetzt Kacke. Das Ding fährt hier hin und her. Also man muss irgendwie auf diese Kiste raufkommen und dann ist die andere auch kein Problem. Bloß, wie hätten wir auf die andere Kiste raufkommen sollen? Ich weiß es gerade nicht. Auf die kommt man so nicht rauf. Gabelstapler, komm. Gibt bestimmt eine Abkürzung. Oh, Mann. Komm, die Kiste hier noch dichter ran. Ich hoffe es doch mal. Komm, komm zu mir. Wo fährt denn das Vieh hin? Die kommt hier bestimmt nicht her, oder? Die eine fährt immer hoch und runter hier. Also ich glaube, auf die Kisten kann man nicht rauf, aber... Mit der müsste das doch gehen. Wenn man sich so auf das Geländer hier raufstellt... Nein. Oh, das, ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich runterfalle. Man kann ja, glaube ich, da raufspringen und dann von dort weiter auf die Kiste. Also ich probiere es mal gleich. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis die Kiste wieder da ist. Deswegen mein kleinen Schnitt. Arr, verdammt, ich bin runtergefallen. Also man, so kann man das nicht machen, wie ich das vorgehabt habe. Auf die Kiste kann man nicht raufspringen. Scheiße, Tanovik ist noch auf Passiv. Ich bin hier gerade nochmal... Oh, fuck. So, da bin ich wieder. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin runtergefallen. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Weg gefunden, wie man das machen muss. Und zwar so. Nein, auch nicht wirklich. Scheiße. So. Auf die Kiste rauf. Oh Gott, das ist ja eine Hüpfaktion hier. Aber die ganzen Kisten werden ja hier nicht umsonst liegen. Und man muss wahrscheinlich hier so irgendwo lang. Zu weit springen kann man hier nicht, das ist gut. So, jetzt bin ich schon mal auf der Kiste drauf. Ah, dann müssen wir auf die Kiste drauf. Die fährt langsam dort rüber, dann darauf und so weiter. Oh Gott, das dauert ja ewig. Muss ich rausschneiden. Das ist ja schlimmer als... Ja, also schlimmer als das Datacron auf Tatooine ist, glaube ich, nichts. Wo ist denn jetzt der Jedi wieder hin? Der ist runtergefallen. Der war doch eben noch hier. Ich glaube, der will das auch haben. Mal gucken. Oh Gott. 42 haben wir, das ist 0:42. Ich will nicht wissen, wann ich beim Datacron ankomme. So, man konnte ganz einfach raufspringen. Das fährt bis hier ran, bleibt kurz stehen, dann muss man raufspringen. Unser Kollege ist auch ein Jedi-Hüter, der kann mich doch sogar anspringen. Den kann ich gleich mal zum Duell herausfordern, dann kann er mich mit seinem Machtsprung, oder wie das heißt, kann er mich anspringen. Dann braucht er nicht diese Passage noch abwarten. Wir müssen jetzt hier rüberfahren, dann darauf. Oh, das dauert ewig, ey. Das fährt alles so langsam hier. Wir versuchen jetzt hier gerade mal was... Nein! Oh, shit. Oh, fuck. Das war auch nicht gut. Eigentlich wollte ich, dass er mich schubst, wenn ich in der Luft bin. Oha. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Fail über Fail hier. Oh, ich glaube, ich werde die heute gar nicht mehr kriegen. Das tut es, glaube ich, weniger. Ja, hm. Beim Crawler auf Tatooine passt, da klappt das ja auch. Wenn man, wenn der eine springt und er gerade in Luft ist und dann der Hüter oder der Juggernaut ihn dann so schubst, dann kann er ihn quasi oben auf den Crawler raufschubsen. Aber hier ging das gerade nicht, weil, keine Ahnung, haben wir halt Pech gehabt. So, versuchen wir es einfach noch einmal, ein letztes Mal. Das mit den Schubsen, es hätte, glaube ich, klappen können. Wenn wir den richtigen Moment abgetimt hätten, aber es war natürlich ein bisschen riskant. Wenn ihr jetzt nichts hört, ich habe den Ton ausgemacht, das ging mir so auf den Sack, ich habe schon richtig Ohrenschmerzen davon. So, gleich bleibt er stehen. So, jetzt kann ich rausspringen. Das erste Mal, das habt ihr gar nicht gesehen, da war ich hier oben auf der Kiste drauf, habe mich anspringen lassen und dann war ich unter der Kiste, also hier auf der Brücke war ich dann wieder. Weil ich wollte dem anderen Typen auch hier raufhelfen oder habe ich das doch aufgenommen? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe auch zweimal gebraucht, um hierher zu kommen. Ich wurde einmal
hier vorne getötet und das zweite Mal habe ich mich dort hinter der Kiste versteckt, dann habe ich die Aggro von den ganzen Gegnern verloren, die mir hinterhergelaufen sind. So, ja. Dauert wieder ein bisschen. Kleiner Schnitt. Bis gleich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Fährt er bis ran? Ich glaube, man kann einfach rüberrennen. Ne, rüberrennen nicht, aber... Naja. Kann man jetzt schon schaffen. So, dann hier auf die Kiste rauf und dann müsste ja das Teil hierher kommen und... Oh Gott. Ich hasse so eine Hüftaktion. Das ist wirklich ekelhaft. Und mir war so, dass ich da hinten eine Kiste gesehen habe. Das werde ich ja sehen, wenn ich da oben drauf bin. Komm schon, komm noch dichter ran. Wird's langsamer? Na, ich glaube, man kann da jetzt... Oh, stehen geblieben, rauf da. So, dann gehe ich hier schon mal rum. Dann müssen wir einfach da rauf springen und dann... Eigentlich ist es ja einfach. Also lange braucht man... So lange braucht man doch nicht dafür. Aber ich habe jetzt einfach nicht die Ausdauer gehabt. Und was war das Ende von Lied? Ich habe jetzt, glaube ich, das Dreifache an Zeit gebraucht, weil ich jetzt zweimal runtergefallen bin, zehnmal gestorben. Naja, wie immer halt, ne? Wie soll man denn das jetzt machen? Die eine Kiste fährt hoch. Soll man da jetzt schon springen, oder wie? Das war ja klar. Weil die eine Kiste ist gerade hochgefahren, die andere. Oder man muss sie ganz durchfahren lassen und dann auf dem Rückweg. Das könnte auch sein. Naja. Guckt mal einer an. Ich habe hier einen netten Sis getroffen. Oder gefunden. Der will sich das auch gerade holen. Wir warten hier schon... ewig. Wir tanzen hier, wir spielen Gitarre und alles mögliche. Vielleicht müsste die Kiste da sein. Und eben habe ich gesehen, die ist zwar da lang gefahren, aber dann waren sie nicht beide gleich hoch. Da war die weiter unten. Also vielleicht muss man dann notfalls abwarten, einmal durchfahren lassen und dann, naja, werden wir gleich sehen. So, jetzt haben wir wieder das Problem, dass die Kisten beide gleich hoch sind. Und das schafft man einfach nicht. Nee, das geht nicht. Also wir müssen einmal bis da hinten durchfahren. Und dann auf dem Rückweg müsste es hinhauen, dass die Kiste dann niedriger ist als die jetzt. Also man könnte vielleicht auch versuchen, dass man daran springt und von dort weiter rauf. Aber das möchte ich jetzt nicht mehr probieren. Junge, was machst du da? Oh, was, er hat es geschafft? Dann... Oh, krass. Das habe ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey, hier war doch vorne eine Kiste. Komisch. Na gut, ich fahre nochmal einmal runter und dann wieder hoch. So, der nette Sis, der zieht von dannen. Wieso eigentlich Sis? War ja ein Sabo. Er war halt imperial. Und für mich sind alle imperiale Sis, auch wenn es bloß Sabos sind. So, dann holen wir uns hier das dumme List-Teil. Ach, siehst du, genau deswegen war auch der Sabo hier, weil der braucht List. Für den ist es ja essentiell, dass er das hat. So, jetzt haben wir... Du hast alle Datacons auf Hot gefunden. Wie, ich habe alle gefunden? Ich habe doch gar nicht alle. Lüg doch nicht. 2, 4, 5. Also hier bei den Erfolgen zeigt er mir an, ich habe alle. Wenn ich aber beim Codex gucke, dann sehe ich da noch eins mehr. Hot, 4 von 5. Also wir haben das andere zwar gesehen... Ah, wir haben es noch nicht. Naja, egal. Komisch. So, und ich werde mich jetzt hier ausloggen. Also mir war so, dass ich, als ich dort unten war, dort hinten, da war mir so, dass ich hier eine Kiste gesehen habe. Das war eine große Kiste. Und deswegen bleibe ich jetzt hier stehen und ich rühre mich hier nicht weg. Nicht weg vom Fleck. Da. Wo kommt der her? Der Typ, der lockt sich bestimmt jedes Mal ein. Man könnte ja auch die Instanz wechseln, genau. Das mache ich einfach mal schnell. Oder vielleicht kommt die Kiste gerade wieder, weil der sich hier einloggt. Hm. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt ist, dass es in der Instanz die Kiste da ist, weil mir kommt das komisch vor, dass da so ein Typ sich gerade einloggt oder die Instanz gewechselt hat. Hier oben muss was sein. Und nein, ich mache den Sound nicht an, ich habe Kopfschmerzen. Hm. Ich bin hier, ich bin so oft gestorben. Komm schon, lad. Ach, wieso dauert das so ewig? Mann. Boah, krass, Instanz gewechselt, hier ist auch wieder ein Typ. Und auf diesem Planeten, auf Hoth 4 sind bloß 4 Leute und einer ist gerade hier. Was geht denn hier ab? Hier muss eine Kiste sein.
Ich hoffe, ich kann euch das beweisen. Also, ich glaube nicht, dass meine Augen mich so getäuscht haben. Hier muss eine Kiste sein. Und Instanz wechseln kann ich jetzt gerade nicht, weil ich sie gerade gewechselt habe. Ich muss noch ein bisschen warten, bis es wieder geht. Schade. Ah, hier, da. Sie ist gerade gespawnt, die Kiste. Deswegen ist diese Kaschnae wieder da. Komisch. Ich mache die einfach mal einmal auf, die Kiste. 4700 Credits. Jo, wie immer halt, ne? Okay, also wisst ihr, hier oben ist auch eine Kiste, könnt ihr euch holen, ist ganz einfach. Müsst ihr einfach bloß auf die Kisten springen, dreimal sterben. Lohnt sich bestimmt, die Rep-Kosten werden es euch danken. Das war's für diese Folge. Boah, war das anstrengend. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch, dass ihr jetzt wisst, wo alles ist auf Hoth. Hä? Wieso sehen meine Augen so komisch aus? Ich dachte schon. Liegt nur in der Dunkelheit. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Commander Peace. Peace out.